Guten Abend und herzlich willkommen zu einem voll konvertierten Mod und ja, also von Amnesia natürlich, und das ist Tenebrous Lake. Das ist der Nachfolger von Killings in Altstadt, und hier in der Beschreibung soll man sich wieder so fühlen wie beim ersten Mal Amnesia spielen. Mal gucken, ob das klappt. Im Licht lasse ich mal doch hier trotzdem hier an. Kann mich trotzdem gruseln. Die Gamma muss ich leider so hoch haben. Oder weiß ich, wisst ihr was? Ich probiere es mal aus. Ich stelle es auf 1,4. Weil ist es doch ziemlich hell in den Videos und das muss man ein bisschen neutralisiert werden. So. Kurz den letzten Schluck trinken, aufgetrunken und so. Und jetzt geht's, starten wir mal ins Geschehen. Wir zoomen auf dieses kleine Haus. Mal gucken, ob wir da drin starten werden oder wie das auch sonst losgeht. Don't fear the darkness. That's the only thing I can think of. I can't remember nothing. Not a damn thing about what could have possibly happened. Ach ja, das ist natürlich mit allem, ne? Also mit Kommentatoren und alles, was man haben will. Ich fand das Intro sehr geil gemacht, muss ich ja schon mal sagen. Da freue ich mich ja schon glatt auf mehr. So, kann ich mich bewegen? Nein, noch nicht. Also es kommt die Dunkelheit und wir sind wohl irgend so ein Typ. Ja, mehr habe ich gerade nicht verstanden. Ich bin nicht so der Story-Mensch, aber ich möchte auch nicht super durchwaschen das Spiel. Chapter 1, Tenebrous Lake. Was passiert? Oh, wir sind reingefallen. Ich glaube, wir haben es gleich am Anfang schon verkackt. Nein, haben wir nicht. So. Chapter 1, Tenebrous. Ey, das sieht geil bis jetzt aus. So. Gehen wir mal hier lang. Ich denke mal, wir sollen erstmal hier dieses Haus besuchen. Es ist anscheinend Nacht, da ist der Mond, der aber sehr, sehr komisch da leuchtet, aber okay. Und es regnet. Es ist kein schönes Wetter, aber es ist sternklar. Es ist sternklar und regnet, also es regnet, aber oben sind keine Wolken. Und es regnet im Haus. Wieso regnet es ins Haus rein? It's playing in the fridge as always. Of course. And Christine? She's out in the forest, I think. Ja, aber wieso regnet's hier rein? Das ist kein tolles Superhaus. Das will ich jetzt aber auch nicht kritisieren. Hallo, Bild. You need a lion time before you... Ach ja, jetzt, den warte dort. Das will ich jetzt eben... Schau Heinz, das brauchen wir nicht. Also, ja, Heinz brauchen wir nicht. Heinz... Dingensen. Ich sehe auch nichts. Gucken wir mal. Aber es ist sehr gut gemacht, die Atmosphäre. Es stört mich jetzt ein bisschen, dass es hier reinregnet, weil in anderen Custom Stories ist es auch so, dass man drin ist und draußen regnet, aber es regnet nicht rein. Aber okay. Gut, hier in dem Haus ist nichts, aber das sollte, da sollte man wahrscheinlich einfach nur, oder kann man da irgendwie hoch? Ich frage mich, wer hier wohnen will, in so einem kleinen Haus. Auf jeden Fall ist hier nichts. Gut. Ich laufe mal jetzt in Ruhe, lasse ich das angehen. So, die Brücke ist Schrott, da sollten wir rüberspringen. Und... Ah ja, es ist jetzt Sonntag, also der Pfingstsonntag und 0.10 Uhr. Also die Uhrzeit ist eigentlich ganz gut, weil tagsüber nehme ich nicht so gerne auf, da wird alles, ach, da wird man die ganze Zeit gestört auf irgendwas.
Save. Ja, stimmt, das habe ich auch vorhin gelesen. Hier gibt es immer Save-Punkte. Save in Game. Gut. Also ich merke, das ist schon geil gemacht. Das ist... Also bis jetzt das Geilste, was ich bis jetzt gespielt habe, also was am geilsten gemacht war, war White Knight. Und ich glaube, das hier könnte nah rankommen. Oh, nee, ich gehe mal nicht hier diesen Trampelpfad. Ich gehe mal den normalen Weg, den man gehen soll. Oha. Okay, jetzt gehe ich doch den Trampelpfad, weil... Schleim ist unschön. Gehen wir einfach außen rum. Ho, ho, ho. Na. Ja, ich merke, wie es jetzt kommt. Ja, 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 ja. Und gleich sehen wir irgendwas vorbeihuschen. So, ich gehe mal langsamer, damit das auch von der Stimmung her passt. Hm. Oder ich gehe nicht, ich renne nicht, ich gehe damit, weil wenn ich jetzt durchwaschen würde, das wäre doof. Sondern wir gehen einfach ganz normal. Und es ist so, oh, es läuft nicht flüssig. Warum läuft es nicht flüssig? Ja. Naja. Jetzt leuchtet es. Hallo? Die Musik ist da. Ne, die ist noch nicht vorbei. Ach ja, hier soll es auch neue Monster geben. Also nicht nur ein neues Monster, sondern viele neue Monster. Ich glaube, wir werden hier nicht auf die normalen Amnesia-Monster treffen. Es gibt zwar Screenshots von denen, aber die habe ich mir extra nicht angeguckt. Damit ich auch schön was... hab, was... Oh, hier ist was umgekippt, das passiert. Ist eben halt stürmisch hier auf dem Lande. Im Sande. So, runter. Hier fühle ich mich irgendwie gleich sicherer, obwohl... Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man sich sicherer fühlt. Oh! Hier regt uns auf jeden Fall nicht mehr rein. Das ist schon mal gut. Pluspunkt. Gut gemacht eigentlich. Das ist eine geile Idee. Das sind eigentlich diese normalen Kerzendinger da, aber eben halt da reingeglitscht. Aber das sind solche Glitch-Sachen, die sehen gut aus. Also nicht so könnte, gibt's schlimmere Sachen. Das kritisiere ich jetzt auch nicht. Das ist eine gute Idee. So. Was ist das hier unten eigentlich? Ich weiß es nicht, aber da geht's weiter, aber da gehe ich noch nicht lang. Denn ich denke mal, hier wird es auch irgendeine Laterne geben oder ein anderes Leuchtmittelzeug. Abgeschlossen. Das ist blöd. Ich glaube, da werden wir aber nicht reingehen müssen, sonst würde man uns schon sagen, ja, wir brauchen einen Schlüssel oder einen Hammer oder ein Kaugummi, um dagegen zu spucken. Und es hing gerade, aber hier ist nichts. Ich glaube, das ist nicht so eine Kasse, das ist, der Custom, sorry, ist sowieso nicht, das ist ja ein voll konvertierter Mod, ja. Ich denke mal, wir brauchen hier nicht jede Ecke absuchen, sondern das ist hier nicht sowas, wo überall Tinderboxen rum verteilt sind, sondern eher anders. So, hier Katakomben, das ist immer super. Oh. Klaustrophobiker, bitte, ja. Kriegt keine Panik. Das muss ich hier oft machen. Naja, so oft in letzter Zeit auch nicht. Und wir sind im nächsten Abteil. Hä? Kamen wir nicht von hierher, oder? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, das ist schon alles eine Richtigkeit. Wieso sieht das hier genauso aus wie... Warte, gucken, ob die Kiste dahin verschoben ist, dann wissen wir es genau, ob wir jetzt versehentlich uns umgedreht haben oder nicht. Ich glaube, wir sind versehentlich zurückgegangen. Habe ich wohl gar nicht, ich bin ja beschissen.
Nee, ich renne nicht. Hä, es kann nicht sein, dass ich versehentlich zurückgegangen bin. Ich habe mich doch nicht umgedreht. Oh, jetzt sieht's auf jeden Fall anders aus. Ich glaube, das ist schon richtig so, alles, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, das ist so extra gemacht, so verwirrend. Auf jeden Fall sind wir wieder im Nassen. Beim Stern frei, also Stern klar der Himmel, ne? Aber es regnet. Na, oh. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Ja, wir haben ja noch einen langen Marsch vor uns. Aber finde ich gut bis jetzt. Es ist echt nicht so, jetzt ist sofort Action, sondern in Ordnung. Was ist los? Ist auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen bläulicher geworden, so ein Blauschimmer. Wieso kommentiere ich das so? Oh, da hinten ist was Großes. Da wollen wir doch sicherlich rein, oder? Na, Jungs, wir wollen doch da rein. Ja, das sehe ich auch so. Mama, ich will gehen. Nein, okay, ich will mich hier mal nicht so drüber lustig machen über das Spiel, sondern... Oh, hier gibt es einmal einen Hintereingang. Dungeon Entrance. Oh. Ja, gehen wir da einfach rein in Dungeon. Wobei Dungeon eigentlich nicht toll ist, aber... es soll ja jetzt mal langsam losgehen. Chapter 2. Anyone here? Das sagt schon alles. Ich glaube, wir hätten auch da anders nicht hochgehen können, oder? Ich will das nur mal überprüfen. Faul ist, wir können auf jeden Fall wieder zurückgehen. Das ist immer, ich brauche hier auch Orientierung, damit ich auch genau weiß, ob ich zurück kann oder nicht. Aber hier geht ja auch noch eine Treppe hoch. Castle. Nee, wir gehen jetzt aber erstmal in Dungeon, weil das ist gefährlicher und... So. So entschuldigt. Nein, nein. When there is nothing left in darkness, a man can do nothing but wonder what's to become of his soul. So, hier unten wird's auf jeden Fall gruseliger. Sonderbüchsen haben wir nicht. This is the entrance to the dungeon. You see that big door? That door is preventing anyone from escaping this place. I see. Is there no way to open it? Not unless you have the key for the machine room where the lever is located. Okay. Was? Bin ich hier runtergefallen, das ist gar nicht gut. Das habe ich nicht gesehen, das ist fies. Ich hoffe, das ist jetzt hier geplant alles, ne? Ich hoffe, ich komme hier irgendwie wieder hoch. Ja, ich sehe auch gerade genauso viel wie ihr. Und Scheiße. Oh, zum Glück. Zum Glück kommt man hier wieder hoch. Muss ich nur hier erstmal hochkommen. Ei, stopp, wach. Ich sehe überhaupt nicht. Okay, das hat mich gerade etwas geschockt, dass wir da einfach runtergefallen sind, aber gut. Da gehe ich jetzt nicht mehr lang, da ist... Oh, ja, okay, das hätte man eigentlich sehen müssen, aber okay. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Gehen wir erstmal links lang.
Hallöchen, na, alles gut hier? Ein bisschen ruhiger bin ich schon. Oh nein. Dummies. Warum sind hier Dummies gefangen? Wieso kriege ich keine Laterne? Das brauche ich. Okay, das hier kommt mir gerade bekannt vor, weil ich habe auch YouTuber abonniert und ja, da habe ich das als Thumbnail gesehen. Ich habe mir das aber extra nicht angeguckt. Oh oh. Ich habe da gerade was klopfen gehört. Hallo. Hallo, Sir. Ich glaube, das sind alles hier so kleine Kammern. Okay, also auf jeden Fall detailreich, ja. Das ist die Kammer des Schreckens, ha. Ohoho. Was ist dieser Schleim hier wieder? Das ist da. Hat da jemand hingekotzt oder? Also ich würde hier auch kotzen, wäre ich hier eingesperrt. Aber gut, gehen wir wieder. Und hier waren wir noch nicht. Lag. So. Weiter geht's. Noch so eine Kammer. Wieso brennen hier die Kerzen noch? Hier sind keine Menschen. Die Menschen sind tot, aber die Kerzen brennen noch. Mensch lebt durchschnittlich, sagen wir mal, 90 Jahre. Einfach mal so, ganz grob gesagt. So. Und das ist zu. Auf jeden Fall, und die Kerzen brennen aber nicht 90 Jahre. Also die, die ich hab, nicht. Okay, sagen wir mal, sie wurden hier mit 40 eingesperrt. Dann brennen die Kerzen trotzdem nicht 50 Jahre. Oh Mann, aber man kann davon ausgehen, dass sie früher gestorben sind. Weil wenn man hier in so einem Teil drin ist, lebt man bestimmt nicht für 90, bis 90. Alles Rechnerei, auf die ich gerade keine Lust habe. No Tinderboxes. Werden wir die überhaupt noch bekommen, oder? Wir sind nicht allein. Damit wäre die Antwort des Kapitels. Ja, das wäre die Antwort des einen Kapitels. Wir sind nicht allein. Diese kleine Maus begleitet uns. So, wo gehe ich zuerst lang? Hier rechts. All Dampf. Gib Ruhe. Ich krieg da ein bisschen. Ne, ich lasse mich gerade hier auf diese düstere Stimmung auch ein, damit ich mich mal selber grusel. Das möchte ich. Ich kann jetzt auch ein bisschen durchwaschen. Hahaha, alles toll, aber nee. Das ist zu. Ja, dann gehe ich wieder. Auch zu, hier ist ja alles abgeschlossen, der ganze Mist. Hier ist nichts drin. Ich hätte gerne eine Laterne. Ich habe schon in Killix in Altstadt die Laterne übersehen. Ich hoffe, diese übersehe ich nicht wieder hier. Aber ich denke, dieses, genau das ist schon geschehen. Hey. Ey, ich will das da anhaben. Ey! Ah gut, den Arm. Oh Mann. Ist das nett hier unten. Also ich will nicht Archäologe sein in solchen Gängen. Wo ist... Achso, hier ist zu. Aber dahinter ist was. Licht. Das ist spannend. So, Na hoch, hier geht's ja hoch. Ich denke mal, das ist hier, so ein Rundteil. So. Tür. Oh, du bist ja offen. Warum bist du offen? Warum zum Teufel? Sind das zwei verschiedene Räume oder ist es ein Raum, der verbunden ist? Ich denke mal, das ist ein Raum, ja.
Schrank. Du bist eklig. Aber hier werde ich nicht mit solchen billigen Jumpscares rechnen müssen. Hier werden es richtige Jumpscares. Oh ja. Hey, Laterne, du siehst ja mal toll aus. Das ist der Hebel, den wir brauchen, okay. Soll ich den jetzt mitnehmen, oder wie? Und vor allem, wo? Ich habe keinen Schlitz gesehen, wo ich den reintun kann. So, gucken wir mal. Öl haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. Das ist wunderbar, das gefällt mir. So, hebel dich nämlich mit. Hoffentlich glitsche ich dich nicht irgendwo rein. Das ist... Genau, ich halte dich mal ein bisschen näher dran, damit ich da auch weniger Lenkkreis hab. Ja. Aber gehen wir nochmal die andere Seite lang, entlang. Hier kann es ja auch noch Sachen geben. Zum Beispiel hier. Ach. Okay. Gut, das mache ich gleich. Gucken wir nochmal hier. Hier ist nichts. Okay. Okay, okay, okay. Dann ab hier durch dieses Tor. Geil, ich kann es auch wieder runter machen. Oh. Adieu, Welt. Wir sind hier eingesperrt erstmal. Aber irgendwie wird schon rausgehen. Was ist das? Dieses Klopfen wieder, dieses Herzklopfen. Ach du Scheiße, nee, da gehe ich noch nicht rein. Das sind solche richtig ekligen Gänge, die ich einfach nicht mag. Ach du Scheiße. Ich muss sagen, mir wird schon ein bisschen mulmig, das Spiel schafft es. Du bist abgeschlossen, das ist nicht gut. Oder doch, das ist gut, dann habe ich einen Weg, eine Tür weniger, weil wir haben jetzt so viele Türen gesehen. Aber ich glaube, das ist auch alles gewollt hier. Also wir müssen nicht in jede Tür rein, die wir sehen. Du stehst offen, warum? Geil, Sounds. Machine Dungeon Key, Machine Room Key. Das ist ja mal... Gott, hier geht's treppenartig nach oben. Cannot use das, den Dungeon Key konnten wir schon mal direkt benutzen. Das ist ach, jetzt sind wir hier. Das kommt mir doch hier bekannt vor wieder. Ja genau, jetzt sind wir wieder hier. Ne, hier kommen wir her, hier kommen wir her, hier kommen wir her. Da will ich gar nicht hin. Vielleicht ist ja hier irgendwo der Machine Room. Hier gab es ja auch diverse Türen. Ich glaube aber nicht, dass der hier ist. Ich glaube, das ist nur dumm, was ich hier gerade tue. Alter, diese Dinger. Machine Room, bist du das? Alter, wie geil bin ich. Und hier gibt es wieder tausende Hebel. Okay. War das alles? Ist diese Tür jetzt offen oder wie? Jetzt muss aber irgendwas passieren. Hä? Ich meine, ich habe da gerade mehrere Schritte gehört. Aber irgendein Event muss jetzt passieren. Also nichts Schlimmes, aber irgendwas muss passieren jetzt. Ach, guck mal, das Tor ist offen.
Kann man darüber springen? Ja, kann man. Ach du Scheiße. Hier gibt's drei Türen. It's locked. Prison West Wing. No matter how dark the moment, love and hope are always possible. Ach, guck mal, sieht schon ein bisschen netter aus. Aber ist groß und riesig. Hey, das sind geile Geräusche, wenn man hier Öl aufsammelt. Warum ist das hier lila? Lila, Geldscheine. Okay, ich höre auf. Wir gehen erstmal hier, das ist momentan noch linear gehalten. This is where we keep all prisoners. Be careful not to go near the prison doors. Oh ja. Is there no way to escape this place? Not unless the doors are open. And if they are, then the servants will take care of them. Ja gut. Das ist Oha. Gehen wir erstmal links. Ich sehe schon, hier gibt es tausende Türen. Sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ich denke mal, so kompliziert wird es nicht sein. Ich denke mal, das ist auch einiges Deko. Das sieht Hammer aus. Also das, ich muss sagen, es sind jetzt nicht total neue Texturen und alles, aber man hat aus dem, was Amnesia eingegeben hat, das Beste rausgeholt eigentlich. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, was so aussieht. Nicht so eine riesige Halle. Und das ist, sind die normalen Amnesia-Texturen, nicht so wie bei White Knight alles neu. Torture Room, also ein Folterraum. Wir erkunden alles, ja. Also ich bin jetzt nicht der Story-Typ, aber ich erkunde trotzdem alles. Gerne. Oh, normale Amnesia-Musik, langweilig. Sorry, aber ist so. An die gewöhnt man sich leider. Aber ist jetzt gut gemacht, gut atmosphärisch und nicht hier so. Das Öl. Öl. Ja, da rechts gehe ich erstmal nicht lang. Wir gehen hier in diese offene Tür. Ach du Scheiße. Wieso steht die offen? Das ist... ja, jetzt, ja, langsam wird es doch schon so ein bisschen mulmig, aber es ist normale Amnesia-Musik, da kann ich leider nicht so... Abgeschlossen, okay. Noch eine Tür, da ist auch abgeschlossen, sehe ich jetzt schon. Hello? Who's there? Who's there? Well, if you're not here to torture me, maybe you can help me escape. Okay, wir brauchen einen Schlüssel auf jeden Fall. I need to find a way into the cell in order to help a prisoner with a rusty padlock on the door. Gut, gib mir irgendwas, was da, wo ich drauf trümmern kann und dann, ja. Ich benutze mal jetzt hier die Laterne, weil das hier doch sehr... Oh! Abgeschlossen. Aber es gab noch viele andere Wege. Aber ich hoffe, ich muss jetzt nicht ganz auf der anderen Seite der Map besuchen, um das zu finden. Ne? Das wäre ja unschön. Ach, gucken wir, kommen sogar rein. Hier wurde gerade noch gesägt, wurde. Alter. Das ist abgeschlossen, okay. Ja, ja, wir gehen lieber. Tschüss. Oder? Das ist böse hier drin. Das, da dreht man durch. Ich will aber wissen, ob hier noch irgendwas ist. Mehr ist hier aber nicht, ne? Was ist das? Das ist ein Rohr einfach nur, gut.
Na, wir drehen langsam durch. Also, nein, nicht durchdrehen, aber wir kriegen schon Kopfschmerzen. Das ist schon... Oha. Ich denke mal, die Custom Story wird auch ein bisschen länger gehen. Ne? Also nicht hier so gleich vorbei, sondern das dauert noch. Es wird noch nicht mal das erste Monster gehört oder so. Ne? Also Prison Wrestling. Ja, dann gehen wir erstmal da wieder hin. Wir können momentan hier nichts machen. Ich denke mal, bei dieser Custom Story werden wir bestimmt 10 Kilometer zurücklegen. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen, okay, damit das ein bisschen schneller geht, weil sonst schlafe ich auch irgendwann ein. So. Ach, das sieht einfach gut aus. Kann man nicht anderes zu sagen. Gut, kann man hier runterspringen? Hier kann man runterspringen, bestimmt. Nee, das kann, doch, man könnte, aber ich mach's bloß nicht. Mal gucken, was hier abgeht. Oh, hier ist irgend so ein Staub. Hier ist dicht. Okay. Wir müssen entweder ganz zurückgehen oder wie? Ich glaube, ich mache das jetzt so. Bereiche, die wir kennen, da renne ich. Und Bereiche, die ich nicht kenne, da laufe ich normal. Können wir vielleicht irgendwo hinspringen? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht probieren eigentlich. Wobei, da könnte man bestimmt mal rausspringen. Aber ich glaube, das ist auch hauptsächlich Deko alles. Darum Dungeon Entries. Gehen wir erstmal wieder zurück. What's a lovely Dagen? Ja, das haben wir schon gelesen. Das kennen wir. Bis jetzt gab es noch keine Notizen. Das finde ich auch gut. Ich mag Notizen. Hier nehme ich nicht so. So, wo geht's da lang? Storage. Ja, Storage klingt immer gut. Ich glaube, da dürfte es doch irgendwas geben. And when you gaze into the abyss gaze also into you. Was ist jetzt abyss? Scheiße. Ich will jetzt auch nicht alt haben oder so. Das geht sowieso nicht bei Amnesia. Das nervt an diesem Spiel. Falls sie mal gucken, wie, ob die Aufnahme in Ordnung ist oder so. Nein, geht nicht. Machen wir nicht. Dann ist die Maus immer oben links in der Ecke und gammelt. Und ich kann nur mit der Tastatur arbeiten. Und Storage, wir erinnern uns in Amnesia. Da geht das schon ein bisschen ab. Das ist Penumbra-Musik, das höre ich. Das ist aber gute Penumbra, das ist gut. Ich glaube, das ist aber schon Black Pla, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es am Penumbra-Musik, das erkenne ich. Also hier kann man sich besaufen, hier kann man richtig Session starten, ne, wenn man sich besaufen will. Aber das bringt uns nicht. Wir wollen hier nicht feiern. Wir wollen den einen Gefangenen retten. Boah, ich sehe nichts. Das ist schon leicht assi und böse hier. Guck mal, was es hier gibt. Gehe ich nochmal einmal hier rum? Einmal rum. Wahrscheinlich kann man da eh nur von zwei Seiten. Ich will nur wissen, ob ich hier irgendwas verpasst habe oder nicht. Ich denke mal nicht. Nein, alles gut. Ich denke mal, ich verpasse mal irgendwas, weil hier könnte ja auch irgendwo ein Raum sein, ne? Aber es ist ein Raum. Es ist linear, nur in zwei geteilt. So. Okay, das erste Mal, dass wir hier was hören. Das Geräusch ist mal zwar nicht neu, aber ich nehme es mal jetzt als... Ich sehe es mal jetzt als Gefahr. Öl sollte ich mal schon mal ein bisschen nachkippen. Ja, das klingt lustig. Langsam wird es doch bedrohlich. Seid ihr auch der Meinung? Ja, seid ihr, ne? Ich weiß, diese Schritte können nicht Schlimmes sein, aber... Was? Wieso drehe ich hier durch? Boah, ich dachte gerade, da steht einfach ein Monster rum, ey. Das wäre jetzt schlimm.
Ach du Scheiße, hab ich mich erschrocken. Ritter, du bist in Ordnung. Du, hey, Bro. Aber... hätte auch irgendwas Schlimmeres sein können. Was ist denn da unten? Das sehen wir gleich. Das sehen wir, glaube ich, im nächsten Part. Genau, gleich im nächsten Part, ne? Ach, das ist ein Safe Point. Okay, warte, da gehe ich hin. Da safe ich eben. Ich weiß zwar jetzt gerade schon gar nicht mehr, wo ich bin, aber ich safe hier. Gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssi.